Hallo meine lieben tarotischen Freunde und willkommen zu einem neuen Video, wo wir mal im Auto sitzen und durch einen Tunnel fahren. Ja, wie man das im Urlaub so macht, ne? Ja, tatsächlich sitzen wir nicht in einem Auto, aber wir und vor allem der Franz fand diesen Tunnel so cool, dass er ihn euch mal zeigen wollte. Ich bin auch damit einverstanden, möchte dann aber jetzt endlich, wenn wir dann tatsächlich das Video beginnen, doch rüber switchen zu einem etwas ruhigeren Background. Und das haben wir dann hier auch gleich. Und heute haben wir uns mal vorgenommen, über ein Deck zu reden, was eigentlich das allerbekannteste Deck überhaupt der Tarotgeschichte ist und was der Franz noch gar nicht so gut kennt. Ne? Du kennst das? Na, wir schauen mal. Wir haben schon viele Decks vorgestellt, aber ganz, ganz viele von denen, wie wir vorgestellt haben, wie zum Beispiel hier die ätherischen Visionen. Ne? Das habe ich nicht mit vorgestellt. Das habe ich alleine gemacht, genau. Modern Witch Tarot. Alles ohne mich. Werden wir alles noch verlinken, wieder, dass ihr euch diese Videos ansehen könnt. Oder den Rabentarot. Ne? Die haben wir alle schon mal vorgestellt. Und die basieren alle nämlich auf einem Deck, das vor etwas über 100 Jahren veröffentlicht wurde. Nämlich das sogenannte Rider-Waite-Tarot, inzwischen aber eher bekannt als Waite-Smith-Tarot oder als RWS für Rider-Waite-Smith-Tarot. Ja? Und dieses Deck gibt es in unglaublich vielen Ausgaben. Franz zeigt euch gerade diese. Ich habe hier diese Ausgabe. Gibt auch noch diese. Ja, das ist ein Klon, den möchte ich gerne später nochmal zeigen. Es gibt sie in unterschiedlichen Größen, diese Decks. In Deutschland werden sie von Königsfurt Urania inzwischen herausgegeben, aber man kann sie auch auf Englisch haben. Ich habe auch Karten, die so groß sind. Es gibt ganz kleine Karten dazu. Also für jeden ist da was dabei, weil dieses Deck einfach das meistgekaufte und am meisten besprochene und rezensierte Deck der Tarotgeschichte ist und das in allen Ländern. Anfänger mit Tarot werden meistens mit diesem Deck lernen und das macht auch Sinn, denn wenn man dieses Deck verstanden hat, dann versteht man auch Decks, wie wir gerade gezeigt haben. Das Invincible. Das Invincible? Du meinst das Transparent. Mhm. Ja, das Transparent Tarot versteht man dann auch, einfach weil man mit diesem Waite Deck die Symbolik gelernt hat. Das zweite am meisten verkaufte Deck der Tarotgeschichte ist das Deck von Aleister Crowley und Frieda Harris, das Thoth Tarot, auf Englisch ausgesprochen Tod, T-H-O-T-H. Weißt du, wer Tod ist? Der Tod. Ja, der Hades. Tod ist Hades, aber T-H-O-T-H ist ein ägyptischer Gott. Ach ja, stimmt. Und der ist so wie der Hermes Merkur in der ägyptischen Mythologie. Und dieser Gott, der wird auch sehr oft mit Tarot in Verbindung gebracht. Deswegen, dieses Deck wird auch sehr, sehr viel verkauft. Auch davon gibt es dann sogenannte Klone. Bloß, da machen wir mal ein anderes Mal ein Video zu. Franz hat hier schon mal ein Deck hochgehalten. Huch, das ist lustig. Greenscreen. Ja, die Greenscreen macht da wieder interessante Dinge. Also alle da, wo es unsichtbar ist, ist eigentlich Blätter. Genau. Es gibt nicht nur Klone, die halt die Symbolik des Waite-Smith-Tarots nehmen und in andere Sujets, Hintergründe übertragen, sondern auch die einfach nach dem basieren, aber anders aussehen, wie das Rabentarot. Ja, nee, das meinte ich gerade. Das sind die Klone, ne? Aber es gibt auch Decks wie dieses hier. Das ist das Gilded Tarot von Waite-Smith, die einfach die genau gleichen Bilder haben, sie aber mit anderen Farben ausmalen. Ja, da gibt es zum Beispiel auch das Universal Tarot. Und die haben einfach genau die gleichen Bilder, aber mit anderen Farben. Und das mögen dann Leute auch nochmal. Also es gibt Uminterpretationen, wie wir sie gerade gezeigt haben, Rabentarot, ätherische Visionen, Modern Witch, viele, viele, viele mehr. Oder aber welche, die einfach andere Farben benutzen.
Ja, und vielleicht machst du mal einen der Kartons auf. Es lohnt sich heute nicht so sehr, die Kartons zu besprechen, weil die wirklich in so ganz unterschiedlichen Varianten vorkommen und nicht besonders speziell sind. Eigentlich kommen die immer in einem festen Karton wie normale Spielkarten, halt in unterschiedlichen Größen. Und da macht es dann Sinn, sich zu überlegen, welche Größe nehme ich. Für Schulungszwecke nehme ich immer sehr gerne große Karten, weil man da die Details besser erkennt oder wenn ihr selbst die Karten lernen wollt. Die Karten, die Franz in der Hand hat, sind eigentlich die Standardgröße, mit denen man sehr gut Karten legen kann. Das ist die, ja, müsste ich mal wissen, wie groß die sind. Das steht hier leider gar nicht auf dem Karton drauf. Aber was ich dir noch sagen wollte. Kannst du mich erst noch mal meinen Satz zu Ende bringen lassen? Dankeschön. Also das sind die Standardgrößen, die gut sind. Und die ganz kleinen Karten, die es auch gibt, die kann man natürlich gut auf Reisen mitnehmen, wenn man mal so einfach für sich lernen möchte. Es gibt sie mit Rahmen, ohne Rahmen. Also da habt ihr wirklich eine ganz, ganz, ganz große Auswahl. So, was wolltest du gerne sagen? Und wenn ihr das I oder die Infobox nicht anklickt, wird es auch irgendwann mal böse auf euch. Das Deck. Das I auch. Ja, das stimmt. Alles wird böse genau. auf euch. Also bitte unbedingt anklicken. Das war jetzt der kleine Werbeeinschub innerhalb dieses Videos. Und sag mir doch mal, ach ja, das ist auch noch interessant, der Hintergrund der Karte. Ne? Das Deck hat sehr oft dieses Kreuz als Hintergrund auf der Rückseite. Das ist das Kreuz, mit dem der Golden Dawn gearbeitet hat, dem Aleister Crowley, Pamela Coleman Smith, die dieses Deck gemalt hat, und der Arthur Waite, der sich das Deck mehr oder weniger ausgedacht hat, auch angehört haben. Der Golden Dawn war ein Geheimorden in London um die Jahrhundertwende 19. bis 20. Jahrhundert. Aber hier haben wir zum Beispiel auch eine andere Rückseite beim Gilded Tarot. Und ganz oft findet man auch noch andere Rückseiten. Und das macht dann Sinn, ja, zum Beispiel hier diese Rückseite. Es macht Sinn, sich vielleicht auch darauf zu konzentrieren, welche Rückseite nehme ich. Warum ist es wichtig mit der Rückseite? Weil man sonst erkennt, ob die Karten richtig oder falsch rum sind. Ganz genau. Wenn wir mit rückwärts gedrehten Karten arbeiten, umgedrehten Karten, dann macht es Sinn, sich über die Rückseite Gedanken zu machen. Ja, sag mir doch mal, wie du diese Karten findest. Gibt es da Karten, die du besonders schön findest? Oder was ist dein erster Eindruck? Würdest du dir selbst gerne auch so ein Deck besorgen? Okay, du gehst jetzt erst nochmal auf die technische Seite ein, ne? Also Spielkarten würde ich nicht sagen. Nee, sie sind aber doch relativ flexibel. Biegsam, aber sie sind... Man spürt, dass das Papier nicht die gleiche Qualität hat, zum Beispiel beim tollen Rabentarot. Ne? Mhm. Das war so ganz spezielle gewobene Karten, die sich wirklich sehr, sehr gut anfassen, wie ich finde. Mhm. Ne? Ja, und die Qualität der Karten jetzt mal vor... Wie gefallen dir die Bilder? Die sind ganz gut. Also sie sind sehr normal. Was meinst du mit normal? Also sie haben halt das Original. Mhm. Und sie sind sehr, wie ich mir die Karten halt immer vorstelle. Weil du sie schon als kleiner Junge gesehen hast, ne? Also klar, Franz ist mit diesem Deck aufgewachsen, weil wir das natürlich hier im Haus öfter rumliegen haben. Und sie sind aber nicht wirklich versetzen nicht wirklich in eine Zeit, die jetzt wie beim Modern Witch Tarot in eine moderne Welt entführt, oder? Mhm, sondern einfach ganz altmodisch. Ja, was? Weißt du, welche Zeit das ist? 1900. Das Deck wurde 1909 veröffentlicht, ja. Und wie gesagt, es ist gemalt von einer Frau, Pamela Coleman Smith, die im Titel, der meist benutzt wird, Rider-Waite, gar nicht vorkommt. Und deswegen sagt man inzwischen auch gerne Waite-Smith-Deck. Der Herr Rider war der Verleger des Decks, der hat das Deck also rausgebracht. Der Waite hat es sich ausgedacht. Und die Pamela, die sieht man nur hier unten auf jeder Karte. Mal sehen, dass ich das hinkriege, ist da. Ups. Das ist wirklich ein bisschen schwierig, das zu zeigen. Da ist immer so ein kleines Kürzel hier, dieses schwarze Teil. Könnt ihr das alle sehen, hoffe ich. Das ist ihre Zeichnung, dass sie die Karten gemalt hat. Ne? Und
Die Karten, wie gesagt, sind aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts, aber die Bilder, die du da siehst, ja, ich zeig's nochmal das Kürzel, ist schwierig, ne, weil wir jetzt... Genau. Hier sieht man es gut. Da sieht man super das Kürzel. Ne? Das ist das Zeichen, dass Pamela diese Karten gemalt hat, die in der Tarotwelt auch gerne als Pixie benannt wird. Sie war eine... Hier ist auch wieder ein Zeichen drauf. Genau. Sie war eine Werbekünstlerin, die viel für Theater auch gemalt hat und für Werbung und die vor allem sehr gerne Geschichten erzählt hat. Und das merkt man dem Deck an. Sie soll ein Channel gewesen sein. Ein Channel bedeutet, dass man sehr offen ist und sehr gut inspiriert wird von oben. Und sie hat diese Karten, das sind ja 78 Stück. Ne? Alle mit Hand und vor allem in 6 Monaten gemalt. Das ist ein echter Rekord. Ne? Während die Frieda Harris, die Karten von Crowley gemalt hat, die hat dafür fast 6 Jahre gebraucht für die gleiche Zahl an Karten. Ne? Also für das fast dreifache. Das war das Zehnfache. Ja, ungefähr. Das müssten wir jetzt mal richtig ausrechnen. Mhm. Aber das und, war... Eigentlich sind die Karten nicht 100 Jahre alt, sondern 111 Jahre alt. Ganz genau. Eigentlich haben wir gerade Schnapszahl für dieses Deck. Ne? Jubiläum. Jubiläum, genau. Und jetzt nochmal zurück auf die Bilderwelt. Die ist aber nicht aus dem Jahr 1909, ne? Sondern was wir hier sehen, sind eigentlich eher Zukunftsbilder, die sehr stark auf dem Tarot de Marseille basieren. Bei den großen Arkana, da werde ich noch ein Video zu machen. Aber wir haben hier eher mittelalterliche Bilder, ja, also aus der Zeit des Mittelalters. Für mich sind manche eher aus der Zukunft. Zeig mal, welche du findest, dass sie aus der Zukunft sind. Und in der Zwischenzeit erzähle ich noch ein bisschen was zu dem Deck. Im Golden Dawn, den ich schon erwähnt habe, diesen Geheimorden, hat man sehr stark mit Tarotkarten gearbeitet. Es war Pflicht für alle Mitglieder, dass sie selbst auch ihr eigenes Tarot malen. Und der Arthur Waite, der diesem Orden dann auch eine Zeit lang vorstand, der hat das dann genutzt, um ein Deck herauszugeben, das seinen Vorstellungen von Tarot entsprach. Und dafür hat er sich die Künstlerin Pamela Coleman Smith genommen zur Seite und hat gesagt, mal das mal für mich. Er hatte, wie alle in diesem Orden, ein Gelübde unterzeichnet, dass er die Geheimnisse des Ordens nicht preisgeben würde. Und das waren damals so etwas wie die astrologischen Verbindungen der Tarotkarten mit der Astrologie oder mit der Kabbala, irgendwann spreche ich das auch nochmal richtig aus. Und vielleicht irgendwann. Irgendwann schaffe ich das noch. Und Die Idee dahinter war, dass Bilder entworfen werden, die diese Geheimnisse enthalten, aber gleichzeitig sie nicht offen nennen. Und das ist ihm sehr gut gelungen. Dadurch hat er eigentlich ein Deck geschaffen, das sehr an Märchen erinnert, an Legenden und Sagen. Ja, sowas in der Art. Und dadurch hat er es halt geschafft, dass dieses Deck sehr stark in Resonanz mit den Menschen gekommen ist und es dadurch eigentlich das beliebteste Deck wurde. Es gab auch noch andere Gründe, die jetzt nicht so wichtig sind, aber wie gesagt, dieses Deck ist sehr, sehr einflussreich geworden und weder Waite noch die Pamela Coleman Smith hat eigentlich wirklich was davon gehabt, denn beide sind ziemlich arm gestorben. Pamela hat wenig Geld für die Zeichnungen bekommen, aber Waite hat dann auch nicht so großartig dran verdient. Von daher ist es ganz schön traurig, dass die da nichts, verdient nichts von profitiert haben. Was ist noch wichtig für dieses Deck? Wir haben schon seit Urzeiten Symbole auf den großen Karten. Du hast hier ja 2 ausgesucht, ne? Den Magier und die Kraft. Diese Bilder, die waren eigentlich schon immer auf Tarotkarten drauf. Wir wissen, dass es so seit Mitte des 15. Jahrhunderts Tarotkarten gibt und seitdem gibt es auch diese Bilder. Aber der Waite und die Pamela haben sich ausgedacht, dass man auch auf den kleinen Karten Bilder malt. Das sind die kleinen Arkana und das gab es vorher nicht. Ich kann dir das mal zeigen. Hier habe ich ein Tarot de Marseille. Früher
hatte man auf kleinen Karten solche Symbole. Ne? Hier haben wir zum Beispiel die 5 der Kelche. Also haben die einfach nur die Kelche gemalt und nichts dazu. Die Kelche oder hier sind die Schwerter, die als Krummschwerter dargestellt werden. Ne? Oder hier haben wir die, was haben wir denn noch? Das ist die zwei der Schwerter. Nee, das sind mehr Schwerter, schau mal. Hier haben wir die Münzen, ne, im Tarot de Marseille. Hä? Wo und siehst du hier mehr Schwerter? Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10. 8 insgesamt. 10. 19, richtig. 10 der Schwerter ist das hier. Genau, und anstatt diese Bilder zu benutzen, haben dann Wade und Smith gesagt, wir malen auch auf die kleinen Karten jetzt Bilder drauf. Lass ruhig liegen. Hier zum Beispiel die 10 Schwerter in der Version von Wade Smith. Das ist ja schon mal eine andere Nummer als diese Karte hier, ne? Da sieht man auch, dass immer, wenn wir mit Wade arbeiten, die Interpretation einer Interpretation da ist. Und diese Geräusche im Hintergrund werden jetzt dadurch verursacht, dass Karten aufgehoben werden. Hallo, ja, bin ich wieder. Also diese Videos, da können wir echt an der Technik noch feilen. Ja, schau dir doch mal hier an. Wie findest du denn da den Unterschied zwischen der Karte aus dem Tarot de Marseille und der aus dem Wade Smith Deck? Den Namen finde ich schon mal da cooler. Den Narren? Den Namen. Warum den Namen? Tarot de Marseille. Ah, ja, das Tarot de Marseille ist ein coolerer Name als Wade Smith. Aber wie findest du denn hier die 10 der Schwerter? Hast du da, was für eine Reaktion hast du auf die Karte? Also, es gibt schönere Karten, kann man sagen. Versuch doch mal zu beschreiben, was du empfindest, wenn du diese Karte siehst. Brutalität, Aua. Brutalität und Aua. Tatsächlich könnte man so diese Karte ganz gut bezeichnen. Im Tarot de Marseille kann man da sich wirklich noch andere Gedanken drüber machen, aber wie gesagt, da gibt es noch ein gesondertes Video zu. Du hast jetzt vorhin gesagt, du findest die Karten futuristisch. Diese beiden Karten findest du futuristisch? Für damals waren die sehr futuristisch, fand ich. Kannst du mir mal erklären, warum? Weil dieser Magier... Ja? Darf ich mal kurz die Magier haben? Ja, natürlich. Das ist nicht die Magier. Weil der Magier, wie heißt es? Er hat ein Beet, was ich früher nicht so oft gefunden hätte. Solche Beete, finde ich. Und heutzutage gibt es sehr viele von diesen Teilen. Das verstehe ich nicht genau, das musst du mir genauer erklären. Da hängen so Pflanzen runter und überall ist so ein Beet. Okay, das kann ich gar nicht sagen, ob es im Mittelalter nicht solche Beete gab. Da würde ich drüber nachdenken. Aber vielleicht hast du recht, dass diese Symbolsprache der Blumen zum Beispiel eher etwas ist aus dem 19., frühen 20. Jahrhundert als aus dem Mittelalter. Ja, doch, kann ich mir vorstellen. Und bei der Kraft, was ist da? Da finde ich, früher waren ja Frauen nicht so berechtigt. Und die haben dann eher Haushalte gemacht und nicht Löwen gezähmt. Ja, das kann gut sein. Anfang des 20. Jahrhunderts war das jetzt auch noch nicht unbedingt der Fall, dass es den Frauen so viel besser ging. Aber ich verstehe, was du meinst, und wahrscheinlich wäre so eine Frau im Mittelalter nicht so vorgefunden worden. Ja, oder als Hexe verbrannt worden, wenn sie das geschafft hätte. Ne? Tatsächlich wird hier gar nicht unbedingt so sehr eine Frau dargestellt, wie eine Allegorie, nennen wir das, eine Verkörperung einer Fähigkeit. Ja, und das ist in diesem Falle die Kraft, die hier dargestellt wird. Und Kraft heißt, mit den eigenen Kräften haushalten, nicht zu kräftig sein. Aber auch nicht zu schwach. Nicht zu schwach und sich selbst auch wie diesen Löwen kontrollieren zu können. Das ist übrigens die Karte, die man gut mit der Jungfrau verbinden kann. Ich weiß ja, wer hier Jungfrau ist. Du! Ganz genau. Ich bin eine ganz berühmte Jungfrau. Ja, ich denke... Wir haben eigentlich alles vorgestellt. Ich denke, wir haben jetzt hier genug zu dem Deck gesagt. Es ist ja wirklich auch ein sehr bekanntes Deck. Und old.
Ja, und einfach schon sehr, sehr lange, wie gesagt, 111 Jahre schon im Gebrauch. Älter als meine Oma. Super. Ja, wahrscheinlich auch als deine Uroma. Ja, wir wollten das euch einfach mal jetzt heute vorstellen und werden demnächst auch wieder ein Video machen, das mit einem moderneren Deck zu tun hat. Gibt es noch irgendwas zu sagen? Nein? Ich habe nichts mehr zu sagen. Gut, möchtest du noch was anderes sagen? Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne irgendwo hier, da oder irgendwo ein Like da lassen. Ein Abo auch wäre nett. Die Glocke aktivieren. Wenn wir etwas gemacht haben, was euch nicht gefällt, dann lasst es uns in den Kommentaren wissen. Und ja, wir haben uns viel Mühe gegeben. Und wenn wir etwas besser machen sollen, lasst es uns wie in den Kommentaren wissen. Guckt auch gerne unsere anderen Videos, da stellen wir auch Tarots vor. Und ja, das war's. Okay, Tschüss! macht's gut, ciao.